Nochmal ein und ausatmen. Wir sind jetzt in der Siegestraße, Leute. Die letzte Herausforderung vor den Top 4. Und los geht es. Ich bin ziemlich angespannt, ziemlich nervös. Anders als in den Teilen davor ist die Siegestraße jetzt nicht nur ein Pfad, der einen Ausgang hat, whatever. Sondern die Siegestraße ist jetzt, wie soll ich sagen, die ist halt so ein Berg, der auf die in die Richtung Pokoliga führt, ja. Und mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Nee, eigentlich nicht. Naja, wie dem auch sei. Wir surfen jetzt erstmal hier lang. Hier runter. Am besten noch. Ich sollte am besten noch was sprayen, aber egal. Und die erste Trainerin der Siegestraße. Die Trainer der Siegestraße sind immer die schlimmsten. Lasst mich meine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Aber wenn du verlierst, sülz nicht rum. Bitch. Ocker. Was ist Ocker? Boah. Ne, die hieß Ocker. Ach so, ja, die hieß Ocker. Ocarina of Time. Der war schlecht, der war richtig schlecht, Regie. Elfen setzt Windschuh sein. Sehr effektiv, zieht aber trotzdem wenig ab. Okay, eigentlich nicht. Egal, komm, Flamm. Holy shit, was ist da los? Warum kassiert hier Big Show so viel Schaden? Kann doch nicht sein. Also Elfen geht down. Und ein Zebritz. Zebritz ist doch dieses Zebra. Da schicken wir einfach mal Lilili rein. Lilili! Und was können wir da am besten machen? Einmal Feld erreichen. Stampfer, oh. Ja, okay, zurückschrecken. Ja. Besten nochmal zurückschrecken. Ja, ist klar. Wie wär's mit dem dritten Mal? Ja, komm. Rigi macht natürlich nichts aus. Boah, zum Glück, ich wollte schon sagen. Jetzt einmal mit Blättertanz finishen. 100%iger Kill. 100%iger Kill, sage ich doch. So. Lilili erreicht ein Level und Ocker wurde besiegt. Ocarina of Time wurde besiegt. Doppelkampf. Nee, doch nicht. Wildes Fleckneun, will auch keiner haben. Flucht. So. Und ich sollte gleich. Ja, gleich sprühe ich ein bisschen Schutz. Dieser Abhang kann man herunterrutschen. Schau gut zu. Ich zeige dir, wie es geht. Hui! Jetzt bist du an der Reihe. Ohne mich. Das ist viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Schäfchen. So, wir rutschen runter. Und jetzt spielt der gute alte Rigi. Ein klein wenig. Moment. Was ist das? So, jetzt ist alles aufgeräumt. Ach, das ist zum Sortieren. Geil. Nein, nicht geil. Jetzt muss ich Topschutz suchen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich Topschutz suchen. Da. So ein Shit. So nach oben. Zack. Nein, nicht raus. Ey, ich mach immer denselben Fehler, ehrlich. Immer wieder denselben Fehler. So, Topschutz. Und los, weiter geht's. Okay, so kommt man direkt in den Beutel. Kann ich das irgendwie wegmachen? Kann man nicht wegmachen. Das ist ja voll der Scheiß. Egal. Hier rechts gibt es nichts. Also müssen wir hier lang. Hier in der Höhle. Einmal übers Wasser gleiten. Fließ. Ein Sonderbonbon. Irgendwie unnötig, die Sonderbonbon. Irgendwie. Okay, der Detektor schlägt hier aus. Hyperball. Genius. Einmal hier. Nee, das ist falsch. Okay, wir müssen einmal wieder hoch. Und ein neuer Trainer. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein S-Trainer. Wie ich hat seinen Stolz. Ich werde nicht verlieren. Bin ich mal gespannt. S-Trainer sind so. Die sind cool. Ich finde die wirklich cool. Weil die fordern einen halt wenigstens noch heraus. Wisst ihr? Also die sind wenigstens noch so eine Herausforderung, nicht so low wie ganz andere Scheiß. Hier, Blättertanz, fast ein One-Hit. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Blättertanz ist fast ein One-Hit gewesen.
Und, oh, wir sind vor Erschöpfung verwirrt. Erreichen aber noch Level 48. Serapendra, das war doch... Genau, Serapendra war dieses Steppen-Tausendfüßler-Homo-Ding da. Okay. Flammenwurf, komm, Flammenwurf. Das ist diese neue Attacke. Ich weiß jetzt nicht, ich habe leider nicht mitbekommen, wie die hieß. Ist eine Käferattacke mit 65 Stärke. Ist ganz, weiß ich nicht, bringt nichts. Megahorn ist und bleibt die beste Käferattacke. Wie man es noch aus meinem Gold-Expert Let's Play kennt. Tausch, Tausch. Jetzt nehmen wir das Glücksei von Big Pig Show. Und geben es Professor X. Dann heilen wir uns noch ein klein wenig auf. Am besten hier sortieren wir auch noch. Nice, ist alles aufgeräumt. Hey, cool. Ist ja wirklich praktisch, ist alles hier aufgeräumt. Ach, geil. So. I'm ready, I'm ready, I'm ready. So, hier runter. Den Itemradar, also den Detektor anwenden. Hier war noch ein Item. Verhöhner. Oh, wegen Verhöhner bin ich jetzt hier runtergegangen. Verzeihung. Ja, da kann ich den ganzen Weg wieder hoch. Ich hasse die Siegestraße. Eben weil die so lang dauert. Können die ganzen Trainer einfach so Reihe stehen und sich nacheinander von mir entnehmen lassen? Ah ja, jetzt lachen sich welche kaputt, doppeldeutsch. Haha, nein, so meine ich das nicht. Ich meine es im Sinne von du da, runter. Schwuchtel. Geht's hier lang? Halt, warte. Genau mit dir rede ich, junger Trainer. Schau mal nach meinem Pokémon. So, was hast du denn anzubieten, Ilona? Megalon, was ist denn Megalon? Oh mein Gott. Oh, voll das Alien, den guckt euch das mal an. Das Ding macht mir definitiv Angst. Ist kein Donnerblitz. Das Ding kann Donnerwitz. Ey, shit. Komm, Luft schnell. Ich pokere hoch. Schreck zurück. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Rigi verliert natürlich mal wieder, ja. Ist typisch. Immer wieder der Rigi, der hier abgezogen wird. Das war jetzt mal richtig fail. Ah, Megalon. Funifras, was ist Funifras? Oh mein Gott, was ist das? Feuerkäfer. Ah, das ist das Feuerkäfer-Ding. Dieses Funifras hat eine Vierfachschwäche gegenüber Gesteinsattacken. Also sollte hier Steinhagel ein 100%iger One-Hit sein. Ja, nein. Hat das denn etwa so eine hohe Verteidigung? Käfer. Feuer ist doch vierfach schwächer gegenüber Gestein. Dann hat das Ding wohl einfach eine hohe Verteidigung. Oder ich habe einen lowen Angriff. Oh, Dressella. An dieses Dressella von dieser Trainerin habe ich schlechte Erinnerungen. Das hat mal bei meinem ersten Durchgang mein ganzes Team auseinandergenommen. Weil es eben Felterreigen und Blättertanz hatte. Und sich nie selbst getroffen hat, ja. Hier. Taumeltanz kann es auch noch. Okay, wenn wir jetzt Pech haben, sind wir tot. Okay, Stufe 1, der Apokalypse wurde erreicht. Stufe 2 ist jetzt auch in Kraft getreten. Oh, Flammenwurf. Oh, kill. Mach irgendetwas. Viel Schaden. Ah. Keine Ahnung. Energie. Oh, Energie kannst du auch noch. Holy. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Kleffer, mach irgendwas. Kleffer, komm. Stärke. Magieball. Nicht killen. Nicht killen. Ja, geht doch. Boah. Das Ding hätte unser Team auseinander gehen können. Haben wir nochmal echt Glück gehabt. Aber jetzt müssen wir sanitäre Maßnahmen ergreifen. Oh, ich habe 11 Beleber, obwohl ich nie eins gekauft habe. Naja. So, ich habe noch 8 Supertränke. Ich gebe jetzt
Einfach mal vier Pokémon. Jetzt einen Supertrank. Big Show noch. Da. Und Detektor einschmeißen. Nein, verdammt, ich habe was vergessen. Wir müssen noch eine Runde Topshot Rain, ja. So, jetzt sind wir da. Hyper Trank, nice. Ein Wasserjuwel. Okay, das war jetzt eher Zufall. Dann machen wir hier einen Übergang, damit wir hier immer wieder leicht rüberkommen und nicht wieder den Weg nach oben, nach unten rutschen, dies, das nehmen müssen. Okay, eine Trainerin. Gegen diese Trainerin kämpfen wir natürlich gerne. Hoppla, ich bin so gut, dass meine Pokémon die ganze Zeit mit dir angeben wollen. Gönnen wir ihnen den Kampf Spaß. Kämpfen wir. Na, na. Okay, Bettina, pack deine Brüste ein. Gutes Matchup für uns. Seinem ersten Mal seit langem wieder ein gutes Matchup. Luftschnitt. Ist ein One-Hit, hoffe ich mal. Ja, sehr gut. Erreicht zudem ein Level. Geil. Soda Cheetah, ja. Wechseln wir auf Lilili. Auf das altbekannte Lilili. Greift mit einem Blättertanz an. Auch sicherer One-Hit. Und da seht ihr jetzt, das Affentrio bringt es am Anfang zwar schon, sind am Anfang relativ stark, aber gegen Ende sind die halt auch noch schwach, nervig und hässlich. So, und das Grillcheater, welches Steinhagel zum Opfer fallen wird. Oder? Ja. Nice. Grillcheater geht jetzt auch down. Und Bettina, pack deine Brüste ein, dankeschön. Raus hier. Wir finden eine Top-Genesung. Top-Genesung ist immer gut. Und das war's jetzt hier in diesem Abschnitt. Hier ist der richtige Weg, der uns zu diesem Kämpfer hier führt. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Was für ein Scheiße ist das denn? Ja, bisschen zu erfundener Text muss auch immer sein, ne? Ist auch immer gut. Irokex. Luftschnitt. Ja, schreck zurück, nice. Und jetzt haben wir wieder Fortuna auf unserer Seite, ja. So. Meistergriff. Boah, Meistergriff, das ist Meistergriff. Also Meistergriff, nee, Meistergriff ist, ja, das Macho Mai der Cosmic Power, nee, das Macho Mai der neuen, fünften Generation. Ich finde es persönlich richtig cool, ich finde es richtig stark auch, hat was drauf, hat was im Kasten, strategisch auch sehr gut. Und vielleicht sehen wir das ein oder andere Meistergriff in meinen Black-White-Wi-Fi-Battles, wenn ich mal einen hochladen sollte. So, ein Paramedic, der kommt uns gerade richtig. Ich bin ein Doktor. Wenn man mir Pokémon bringt, die ärztliche Hilfe benötigen, nehme ich mich ihnen natürlich gerne an. Nun, zeige doch mal dein Team. Okay. Eine Rektaluntersuchung bei, Professor X, bitte. Ja, eine Rektaluntersuchung, danke. Hypnomorba. Schnüffelt das Glücksitem. Richtiger Breaker-Z. Luftschnitt. Okay, schräg zurück. Genial, wirklich. Am Anfang nicht zur Scheiße mit Luftschnitt, aber mittlerweile ist richtig gut. Matrifol. Matrifol ist das billige Ding. Hat eine Vierfachschwäche gegenüber Flugattacken. Und deswegen ist auch Luftschnitt wieder ein sicherer. Wirklich 100% sicherer One-Hit. Oh, wir sind fast auf Level 50 und Wilfried. Heim unsere Pokémon. Dankeschön. So, wo geht's jetzt lang? Hier hoch, soweit ich weiß. Da ist noch ein Item. Ein Beleber. Nice. Das Steinchen hier schieben wir mal eben nach unten. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Professor X vorne lassen, ja.
Gucken wir mal hier draußen. Was gibt's hier so schön draußen? Okay, links oder rechts? Wir haben die Möglichkeit. Wir gehen nach rechts. Ja, wer ist auf gleich rausgekommen? Was ist hier? Calcium. Okay. Weil hier gibt es nämlich noch was Interessantes, wenn mich mein Gedächtnis nicht trübt. Und zwar ein Item. Und dieses Item nehmen wir. Ich will alle Items hier überhaupt haben, ja. Ist halt so eine Sammlung, so eine Art Sammlung. Ja, hier gibt es ein Item. Und zwar hier. Den Hyperball. Ja, Hyperball. Moment. Bin ich jetzt nur wegen dem Hyperball hier runter? Ich glaube, ich bin nur wegen Hyperball den ganzen Weg nach unten gejumpt. Aber wir haben ja Steinchen hier verschoben. Also verkürzt sich der Weg. Ist also nur halb so schlimm. Nochmal hoch. Hier also Meister-Grief-Trainer vorbei. Hier direkt hoch. Und da direkt hoch. So. Was hast du so im Angebot, mein Freund? Der Name spricht Bände. Wie heißt du? Marcel. Marcel Handynummer, okay. Hat ein Klick-Klack im Angebot. Gegen Klick-Klack und allgemein Stahl-Pokémon kann Professor X so gut wie nichts machen. Fazit: Pikachu muss er übernehmen. Und was ist das? Oh, Klick-Klack ist leichter geworden. Und sein Speed hat sich verdoppelt. Interessanter Move. Ist so eine Art Steinpolito für Stahl-Pokémon. Anscheinend. Flampipian. Oh. Oh. Flampipian. Ja, gegen Flampipian haben wir eigentlich nur unser Crush. Mit Steinhagel. Verhöhner. Strategisch einer der besten Moves. Schaltet Staller und Steinchenleger alles komplett aus. Also nicht zu unterschätzender Move. Branawatz. Und gegen Branawatz. Jetzt weiß ich ja wenigstens, was ein Branawatz ist. Jetzt kann ich auch direkt Lilili reinholen. Und das hässliche Pokémon mit Blättertanz ausschalten. Oh, das ist so hässlich. Ein echter Hässlon. 49, geil. Geil. 141 Spezialangriff. Geil. Hyperheiler. Ja, auch ganz geil. Was ist hier? Hä? Links oder rechts? Ihr habt die Auswahl. Wir gehen einfach mal nach links. Ey, ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war falsch, links. Ey, das war falsch. Nee, oder? Muss ich jetzt den ganzen... Wobei, nee. Ich kann ja hier wieder rein. Ah, seht ihr? Puh, nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Weg wieder runter. So, jetzt direkt nach rechts. Ins Tor rein. Oh nein. Der hässliche Trainer kann so weit gucken. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind unterschiedliche Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Ja, Charlie, Jost, ist euer Ernst, Nintendo? Und ein Brokkolos. Leute, Brokkolos ist, ein sehr cooles Pokémon. Ist auch richtig stark, meiner Meinung nach. Wollte gerade Steinkante einsetzen, was uns K.O. hätte, aber ich hack's mal wieder rum. Bei meinem Glück. Unser erstes Pokémon auf Level 50 ist Professor X. Und ein Zapplerang. Jetzt kommt das Pokémon, was ich euch die ganze Zeit so ans Herz legen wollte. Was sich aus diesem putzigen Zapplerin entwickelt. Ein Zapplerang. Ja, ich finde das cool, das Ding. Das kann sogar Flammenwurf, ja. Das kann Drachenklau, das kann so viele verschiedene Moves. Hat keine Schwäche wie Zombiris. Genial. Ich sage manche wahrscheinlich, hey, das ist doch eher Schwäche. Leute, das Ding kann aber Schwebe als Fähigkeit. Von daher war es das dann mit euren Bodenattacken, die versuchen, dieses Ding zu treffen. Und das war jetzt hoffentlich der letzte Trainer.
In der Siegestraße? Ja, das war der letzte Trainer. Wir werden trotzdem nochmal hier Steinchen bewegen. 1, 2. Ja, das war's. Und ja, einfach jetzt mal genießen. Die Mucke ist auch genial. Ja, wir sind in der Pokémon-Liga, Leute. Sieht anders aus. Ich weiß, es sieht wirklich sehr anders aus. Und ich habe gerade wirklich Bock zu drehen. mir schießt gerade wirklich das Blut in den Kopf. Weil das Beste an einem Pokémon-Let's Play ist immer die Top 4. Weil die immer so viel Spaß macht. Oder einen so richtig aufregen kann, ja. Wie in Florasky. Stichwort Trainer Eis. Boah, Katastrophe. So, jetzt sind wir aber hier in der Pokémon-Liga und können da immer wieder hin. Doch, wir müssen nochmal in die Siegestraße. Und zwar rutschen wir hier ganz runter, holen uns das Nugget hier. Und, was ist hier drin? Oh, Grundwasser oder was? Nee. Interessant. Interessant. Kennen viele wahrscheinlich gar nicht, weil die einfach vorbeilaufen oder so. Itemradar. Hier ist nix, da auch nix. Da, ein Topbeleber. Geil. Dann, ein Top-Trank. Wow. Am besten noch ein Top-Äther irgendwo. Nee, hier hoch. Und dann, wo kommen wir denn raus? Ah, hier kommen wir raus. Und wir finden Drachenklaue. Super. Super, super, super. Nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt den Weg nach oben ersparen und einfach hinfliegen. Geht halt viel einfacher. So, auf Richtung Pokémon-Liga. So, war es aber noch nicht. Ich muss nochmal in die Siegestraße, weil es da noch ein Item gab, was ich nicht geholt habe. Außerdem wollte ich mit dem Pisser da reden. Dort unten scheint ein Item zu liegen. Aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Schon bei dem Gedanken, da hinunter zu rutschen, wird mir schlecht. So. Das war das Item. Stromstoß. Ja. Leute, jetzt sagt ihr euch Stromstoß. Diese geile TM hättet ihr fast vergessen. Oh, hier ist noch ein Eingang. Ach so. Ja, okay. Ich werde euch einfach mal kurz Stromstoß zeigen. Moment. So. Da. Stromstoß. Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem es auf Kollisionskurs geht. Er erleidet selbst leichten Schaden. Stromstoß. Werden wir jetzt Big Show beibringen. Ja, Big Show kann in der Tat Stromstoß erlernen. Dafür kann Steinhagel weg. Habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Und außerdem bringen wir... Soll ich Durchbruch beibringen oder Fußtritt lassen? Durchbruch ist natürlich stärker. Dafür hat Fußtritt auch so seine Vorteile. Nee, ich bring's Durchbruch bei. Weil Fußtritt auch geil ist, weil es eben die Initiative vom Gegner senkt. Aber ich lasse erstmal so. So. Und im nächsten Part ist es dann soweit, Leute. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die Top 4. Von mir auch liebevoll genannt. Flop 4. Doch erst noch einen kleinen Weg einkaufen. Dann. Ich finde die Musik geil. Dann. So, hallo. Wo wir schon dabei sind. Ich hätte gerne ein bisschen Roastbeef-Schnippizza. Nein. So. Hyperbälle. Hyperbälle. 52 Stück habe ich ja noch. Reicht. Hypertrank. Hypertränke sind das Beste, was es gibt. Ich habe immer gedacht, Top-Genesung, aber nee, Hypertränke. Für den ersten Durchgang gegen die Top-Bier sind Hypertränke das Beste. Dann 15 Top-Genesung. Beleber. Beleber sind das A und O. Und Hyperheiler. Sehr oft unterschätzt, aber
Die Hyperheiler kann man immer gebrauchen. Dann einen kleinen Weg noch Topschutz, wobei ich das nicht wirklich für die Top 4 brauche. Und mit dem Restgeld kaufen wir uns noch eine runde Zahl an Hyperbällen. Und das war's auch. Letzte Vorbereitung noch. Wir gucken auch mal hier rein in den Beutel. Welche TMs können wir so ein Pokémon beibringen? Moment. So. Drachenklaue. Wer wäre in der Lage, Drachenklaue zu lernen? Keiner. Außer Apache. Egal. Toxin brauchen wir nicht. Verhöhner, Telekinese, Donnerblitz. Donnerblitz kann, glaube ich, keiner lernen. Doch Kleffer, aber auf Kleffer macht es wenig Sinn. Spukball. Wie sieht's aus mit Spukball? Auch nur Kleffer. Professor X kann Spukball lernen. Spukball und Professor X. Oh. Wir werden Professor X jetzt Spukball bringen. Ja doch. Für Blitz. Notfalls können wir ja wieder Blitz beibringen, Spukball verlernen und immer so weiter. Durchbruch Matschbaum. Wer kann Matschbaum lernen? Das sind letzte Vorbereitungen, die wir für die Top 4 treffen müssen. Keiner außer Apache. Apache kann ja so gut wie alles lernen. Fokusstoß, nein. Siedewasser, Sied, nein. Irrlicht, Akrobati, Itemsperre, Dunkelklaue. Irrlicht. Wer kann Irrlicht lernen? Irrlicht kann einem immer, wirklich immer nützlich sein. Aber nicht auf Big Show. Gegenstoß, nein. Gigastoß, Voltwechsel, nein. Dampfwalzer, Eis oder Eisattacken. Ich habe kein Pokémon mit einer Eisattacke. Das wird mir noch zum Verhängnis. Naja. Steinhagel, Kreuzer, Drachenrute. Nein. Das war's, Leute. Jetzt schön episch speichern. Ein- und ausatmen. Denn das war's jetzt erstmal. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es heißt Top 4 Bashing. Bis dann. Ciao.